140 Jahre und ganz und gar nicht leise. So feierte man in Mautern zu Pfingsten ein Fest und ehrte dabei zugleich eine Institution, die zum Wohle und Schutz der Bevölkerung nirgends mehr wegzudenken ist. In Mautern gibt es heute das große Feuerwehrfest. Wie schaut es eigentlich generell in Mautern mit der Feuerwehr aus? Welche Aufgaben gibt es? Ja, generell schaut es so aus mit der Feuerwehr, dass wir jetzt seit die Autobahn ist, um ca. 70% weniger Einsätze haben als wir seinerzeit auf der altberüchtigten Gastarbeiterroute. Und wir jetzt aber in der glücklichen Lage sind, dass wir junge Leute wieder dabei haben bei der Wehr, die diese Aufgabe aber hervorragend erfüllen können. Welche Tradition haben solche Feste für die Gemeinde? Diese Feste haben bei uns im Mautern eine große Tradition und sind auch besonders wichtig. Erstens einmal, dass man gedenkt an die vielen Freiwilligen, die was da ihren Einsatz leisten, vor allem bei der Feuerwehr. Aber auch nebenbei natürlich auch, dass wieder Geld reinkommt für neue Gerätschaften. Unsere Feuerwehr hat ja eine lange Tradition. Wir feiern heute 140 Jahre Bestandsjubiläum unserer Wehr. Und darauf sind wir, der Gemeinderat, besonders stolz. Und da kann ich nur großartig herzlichst gratulieren unserer freiwilligen Feuerwehr. Musikalisch unterstützt von der Mauterner Musikkapelle aus Niederösterreich wurde dabei so manches Gläschen geleert. 140 Jahre Feuerwehr in Mautern, auf was kann man denn so zurückblicken und auf was möchte man nach vorblicken? Naja, zurückblicken kann man auf schwierige und sehr, sehr ans Herz gehende Einsätze, also wo wir an den Wochenenden oft bis zu 10 Einsätzen bewältigt haben und sehr viel Leid miterleben mussten. Und Freude ist natürlich immer wieder, wenn wir neue Ausrüstungsgegenstände haben oder solche Feiern absolvieren können wie jetzt. Oder wir freuen uns auch zum Beispiel jetzt auf die Anschaffung der neuen Einsatzfahrzeuge, damit wir auch unserer Mannschaft das neueste Gerät zur Verfügung stellen können, um den Leuten zu helfen. Und was für Arbeiten kommen da auf die Gemeinde zu, wenn es so ein Fest gibt? Gemeinde, eigentlich Repräsentative, natürlich unterstützen wir unsere Wehr, wo es geht bei dem Fest. Aber natürlich haben wir immer wieder ein offenes Ohr, wenn es auch um die Anschaffung neuer Gerätschaften geht. Und auch die Zusammenarbeit ist wichtig, sei es beim Einsatz, beim Hochwasser oder was. Da muss man eigentlich Hand in Hand arbeiten. Seit 3 Jahren hat Mautern auch einen neuen Bürgermeister. Wie sieht der Kommandant der Feuerwehr die Zusammenarbeit mit der Gemeinde? Die Zusammenarbeit ist Gott sei Dank hervorragend. Wir reden uns alle Dinge aus, wenn was benötigt wird. Die haben die volle Unterstützung der Gemeinde, für das ich immer wieder dankbar bin. Und da muss ich einen großen Respekt zollen. In seiner Rede streifte das Gemeindeoberhaupt 140 Jahre Feuerwehr Mautern und dabei durfte die Ehrung vieler Mitglieder, die sich zum Schutz der Menschen verdient gemacht haben, natürlich nicht fehlen. Alles in allem ein denkwürdiges Pfingstwochenende für Mautern.